Genau, ich habe heute wieder ein neues Rezept für euch. Ich zeige euch, wie man schimmeliges Brot macht. Also eigentlich geht es ja auch von alleine, aber es ist ja danach noch genießbar. Und ein paar Fliegenpilze setzen wir dazu. So zu Halloween, weil das meiste ist ja nur Süßkram und das ist jetzt mal was Herzhaftes. Deswegen ist es eine willkommene Abwechslung und jetzt geht's los. Was ich also eingekauft habe, das habe ich euch in meinem Halloween-Haul gezeigt. Den habt ihr am 1. Oktober gesehen, kann ich euch hier nochmal verlinken. Hier ist das Toastbrot, hier sind die Tomaten. Farbe und Mayonnaise hatte ich noch zu Hause. Hier ist nochmal blaue Farbe drin und ein bisschen Mehl. Und das ergibt den Schimmel. Und die Eier, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, ich glaube, man hört es auf dem Video. Die Eier kochen gerade noch hart. Und dann fangen wir einfach mit dem Brot an, würde ich sagen. Das heißt, so man guckt auf jeden Fall, dass der Stapel so zusammenbleibt, wie er so ist. Und die vorderste Front lassen wir frei quasi. Und ja, dann malen wir da einfach ein bisschen Schimmel drauf. Und Schimmel ist ja so weiß-blau-grün. Das sind ja die Farben, die ich hier rausgelegt habe. Und ich mache erstmal so eine Grundlage mit Weiß. Richtig, richtig großflächig, sage ich mal. So. Und dann gehen wir ganz vorsichtig ins Blau rein. Und zum Schluss nochmal mit Weiß drüber. Und ja, perfekt. Wir machen die nächste Scheibe. Und die ist ja dann quasi so da drauf. Und wir gucken einfach, dass sich der Schimmelfleck so durchzieht. Aber ich mache ihn jetzt ein bisschen kleiner. Ja, ich habe euch noch mal einmal näher rangeholt. Hier mische ich immer ein bisschen auf dem Teller. Seht ihr schon? Grün und blau. Und weiß ist fast noch im Bild. Genau. So, also hier wäre Fleck 1 gegenüber Fleck 2. Hier ist der neue. Und den machen wir jetzt hier ganz, ganz klein, minimal. Ich habe das jetzt mir hier in so einer Servierschale gestellt. Ihr könnt das natürlich in euer Brotkörbchen tun. Und ja, der Clou ist ja, die ersten zwei Scheiben normal zu lassen. Dann essen die Leute das dann und denken gar nichts an, gar nichts Schlimmes. Und ja, eins, zwei und dann fängt der Schimmel... Oh, dann fängt der Schimmel an. Das ist sehr lustig. Da freuen sich eure Gäste. So, dann habe ich jetzt auch alle Zutaten zusammen für Teil 2. Und ich lege mir das mal eben um. Hier liegen noch ein paar Brotkrumen. Ja, die Eier sind nämlich gekocht. Und die sind auch noch heiß. Die habe ich gepellt und abgewaschen. Und ich werde jetzt unten einmal abschneiden, damit die halt ordentlich stehen können. So, das könnt ihr naschen. Und jetzt kommen die Tomaten dran. Da schneiden wir auch den Kopf ab. So, wir holen das Innerste raus. Müsst ihr auch gar nicht so gründlich machen. Nur das Ei muss halt reinpassen. So, und das machen wir jetzt mit allen drei Tomaten. Ich hätte mich doch für den größeren Teller entscheiden sollen, aber gut, jetzt sind wir ja schon fertig. Die Eier haben jetzt alle ihr rotes Deckelchen. Das ist auf jeden Fall kein Müll. Also ihr macht bestimmt auch noch einen Salat zu Halloween ans Buffet. Da könnt ihr die Tomate einfach mit reinwerfen. Ansonsten nascht es einfach schnell selber auf. Ich mache mal kurz Ordnung.
damit es ein bisschen schöner aussieht und dann geht's weiter, weil ein Fliegenpilz ist ja kein Fliegenpilz ohne seine weißen Punkte auf seinem Deckel. So, das ist natürlich nicht so wahnsinnig stabil alles. Vielleicht nehmt ihr auch kleinere Tomaten. Also es sollte schon seinen endgültigen Platz haben, wenn ihr die Punkte drauf macht. Und ja, das geht super, super easy. Mir einmal verschimmeltes Brot und einmal richtig leckere, echte, essbare Fliegenpilze. Und ich finde, das sieht echt super, super süß aus. Also auf so einer Halloween-Platte ist es echt ein Blickfang, diese kleinen Fliegenpilze. Und ja, ihr könnt es natürlich gerne mal nachmachen. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und ja, da bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!